Folge 217 von Simotrans. Wir wollten diese Runde ein paar Bushaltestellen und sowas ausbauen. Das fängt hier oben zum Beispiel an, dass dieses Feld da nicht ist. Das bedeutet, wir haben hier eine und wir bauen dann weiter aus mit einer Stadtstraße nach hier oben. Das ist ja jetzt hier und hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Das bedeutet, wenn wir das jetzt hier hinbauen. Ah, warte mal. Doch, ist noch abgedeckt, alles klar. Dann die Haltestelle dorthin und den Postkasten daneben, ne? Dann ist das auch abgedeckt. Dann schauen wir gerade, ob wir noch bauen oder ob wir schon den Bus umbauen. Nee, sonst ist alles hier im grünen Bereich. Gut, das bedeutet, jetzt müssen wir schauen, welcher Bus wo lang fährt oder welche Linie. Jetzt schauen wir mal hier Connections. Keine SP Adenauer Nord. Zwei Fahrzeuge drauf und naja, sieht jetzt auch nicht so dolle aus, ne? Adenauer ist ja, ich glaube, das ist dann schon voll ausgelastet mit 5 Haltestellen. Falsche Taste natürlich. Jetzt müssen wir schnellstens wieder auf die Lupe gehen, weil wir die Falltaste nicht genommen haben, sondern WASD nehmen wollten. So, das war der Nordbus. Jetzt müssen wir gerade noch gucken. Hier haben wir bestimmt den Südbus. Ja. Ja, der ist genauso groß. Dann bedeutet das, dass wir jetzt wahrscheinlich eine neue Buslinie einmal anlegen sollten. Weil anders funktioniert es dann doch nicht. Weil da jetzt den Bus noch wieder größer machen, ist jetzt nicht so dolle. Wo war die Dingens? Hier unten war sie da. Busse. Ja, eigentlich ist das hier so ein Minibus, den wir da nehmen sollten erstmal, ne? 99 Cent hier. Für eine Bushaltestelle würde reichen. Icarus. Die anderen sind ja alle teurer. Gut, machen wir. Gehen da hoch wieder. Legen hier los. Adenauer aus Deutsches Rathaus. Nee. Fahrplan, sowas. Da. Nach da. Und neue Linie. Das kommt weg. Und das ist dann Stadtbus Adenauer West. Schuss. Neue Linie. Ich hoffe, ich habe es jetzt mit neuer Linie gemacht. Oder ich habe schon wieder eine neue angelegt. Das ist immer noch nicht so ganz klar, wie ich das da richtig mache oder falsch mache. Gucken wir gerade rein. Ja, 93. Das Fahrzeug ist sogar auf der Linie und wir haben es noch nicht mal geschafft, das umzubenennen wieder. Stadtbus Adenauer West. Und den müssen wir noch starten. So. Der fährt jetzt. Kommt da aus dem Depot irgendwann raus und dann geht die Reise da hoch. Okay, damit haben wir das erledigt. Wir gehen runter nach Radolfzell. Nicht Rudolf, Radolf. Hier ist definitiv eine Fläche entstanden, die wir abdecken können. Das ist bis dahin, das heißt, diese Strecke einfach da verlängern, oder? Ja, dieses ist ja schon noch was anderes, ne? Gucken wir mal, dass wir da die Bushaltestelle verlängern. Die Linie verlängern einfach. Warte mal, das ist 1, 2, 3. Das heißt hier und
Ja, die ist da über Eck, ne? Mach mal so. Und so und den Postkasten noch dabei. So, passt. Fläche ist dann abgedeckt. Jetzt müssen wir noch gucken, welche Linie da fährt und ob die noch Kapazitäten frei hat. Radolfzell Ost. Wie hinter ist das? Ne, ist auch voll besetzt. Das bedeutet, dass wir hier einen Nordbus machen werden. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das ist auch hier auch West oder Ost gibt es hier noch, ne? Da ist auch Ost. Okay, das heißt, wir machen jetzt eine Nordlinie dann noch auf. Hier ist nichts. Alles andere ist abgedeckt. Gut, das heißt, wir gehen hier hin, holen uns auch wieder so einen Minibus, machen einen Fahrplan, machen eine neue Linie, die da noch nicht geht. Das ist schon mal klar. Das heißt, wir müssen erstmal den Fahrplan legen. Lilienthalstraße hier nach da. So, dann ist das eine neue Linie. Die 104. Die anderen da drüber sind gerade auch neu, oder wie sehe ich das? Stadtbus Radolfzell Nord. Fertig. Das ist eine neue Linie. Haben wir das wieder falsch gemacht? Radolfzell Rathaus, Radolfzell Ost. Ich brauche Nord und Nord ist nicht da. Sonderhausen Nord. Super, oder? Stadtbus. Adolf Zell Nord. Und Enter und starten. Jetzt gucken wir nochmal nach den Linien. Das ist Adenau West, okay, das ist jetzt das andere. Stadtbus Adolf Zell. Leider war das nix, ne? Oh, da gibt's noch Radolfzell Vorstadt Ost. Wo war denn Vorstadt Ost? Bitteschön. Okay. Da waren bestimmt noch Kapazitäten frei, wie wir gerade sehen. Ja, Linie ändern, komm, zack, dann fügen wir das da noch hinzu. Und dann wieder nach Lilienthalstraße. Und fertig. Und dann fährt er da auch noch hin. Und wir machen den anderen Bus, der jetzt da oben gerade ist, wieder dicht. Zum Depot. Und die Linie 104 können wir dann auch wegstreichen. Hat ja wieder mal super geklappt, ne, mit Linie anlegen. So hier. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Nicht geklappt. Nicht geklappt. Und wenn der da gleich im Depot ist, können wir die auch löschen. Der ist hier unten, ne? Ne, das Adenauer Nord, der fährt ja richtig. Oh, der hat sogar einen Gast schon dabei. Das ist er hier.
So, jetzt mal zum Depot wieder. Da bist du weg. Und da bist du runter. Und da kannst du löschen. Das können wir schließen. Das ist erledigt. So, dann sind wir hier fertig. Da haben wir ja den anderen Bus jetzt geschickt. Dann gehen wir hier auf der Karte und gucken bei Döbeln weiter, ne? Und hier oben ist ein Feld. Und sonst nirgendwo. Also müssen wir hier eine Bushaltestelle machen. Das ist hier. Okay. Straße bauen. Hier rein. Dann mache ich einen weiter gerade. Und dann setzen wir den mal dahin. Und den Briefkasten dahin. So, und dann müssen wir wieder hier auch nach Fahrzeug gucken. Wer fährt hier lang? Connection. Döbeln West. Waldweg ist die Station. Da können wir noch einen hinzufügen. Und den Waldweg nochmal machen. Passt. Gut, dann ist das geklärt hier. Der fährt da lang. Okay, dann sind wir bei Döbeln auch schon fertig. Karte aufrufen und wir gehen nach. Ah, gehen wir erstmal nach Waldeck. Da ist hier oben auf jeden Fall was. Fahrzeuge, Stadtstraße. Das bedeutet, hier muss was hin. Nee, so ist schlecht. So, das ist gut so. Bushaltestelle hier hin. Wird dann abgedeckt. Postkasten dazu, alles ist prima. Also nur gucken, Connection. Okay, Waldeck Bahnhof, Rathaus, Waldeck Ost. Da werden mehrere angefahren, weil da wahrscheinlich zu viele stehen, oder was? Lass mal dann gerade hier gucken. Hier ist nur Ost. Okay, das ist dann Karl-Marx-Straße. Können wir dann Linie ändern machen. Dahin und Karl-Marx-Straße ist das hier unten. Ja. Dann ist das auch wieder richtig. Und läuft hier. Das kann dann zu. Das kann auch zu. Haben wir hier alles gesehen? Ich glaube schon, oder? Hier ist alles abgedeckt auf jeden Fall. Hier ist nur eine Straße lang, da auch. Das haben wir gebaut. Und hier ist alles abgedeckt. So, dann Waldeck erledigt, Floto. Gehen wir erstmal hier auf die Innenseite. Da ist alles vollgebaut. Hier oben gibt es nichts. Da. 1, 2, 3, okay. Das bedeutet Straße einfach verlängern hier. Und Bushaltestelle dahin. Und Briefkasten daneben. Alle sind glücklich. Connections auswählen hier. Sehen wir, dass das die Stadtbus Floto Nord ist. Der kommt von Lemurias nieder. Kann also auch noch einen vertragen. Und zack, den dahin. Und die Lemuria-Schmiede müsste ja hier unten sein, irgendwo. Nee, all das ist gar nicht hier. Okay, dann ist es da oben, oder wie ist es? Hier, ja, da. Gut, dann fährt er da wieder hin. Erledigt.
Floto hat auch einen Halt mehr. Das ist nur eine Straße. Oh, hier, da ist noch ein Feld, sehe ich gerade. Das bedeutet, wir müssen hier was machen. 3. Die müsste hier also sein, die Bushaltestelle. Ja, da müssen wir mal gerade das Land da anheben. So. Machen wir das mal so. Machen wir so. Und dann dahin. Und dann wird das abgedeckt. Briefkasten dabei. Und läuft soweit erstmal. Das kann zu, das kann zu. Knapp daneben ist auch vorbei. Und wollen wir hier eine Bushaltestelle? Nehmen wir die. Connections, das ist hier die Linie. Oh, hier ist ja dann so ein Hauptumschlagspunkt. Das Stadtbus Floto Süd. Und das ist schon voll, ne? Ja. Und das würde bedeuten, wir müssen schauen, wer hält denn hier an? Das ist schon Waldeck, ne? Waldeck West. Das ist auch voll. Ja, das bedeutet, wir müssen da mal eine doppelte Geschichte machen. Also eine neue Geschichte machen. Wieder so einen kleinen Bus. Setzen den Fahrplan. Da. Und dahin. Machen dann eine neue Linie raus. Stadtbus. Floto. Jetzt weiß ich gar nicht. Nord-Süd. Dann ist das Ost. So, jetzt haben wir es wohl geschafft, ne? So. Nur ein Halt, aber ist halt gerade erst so. Alles andere hatten wir ja schon nachgeguckt, war ja abgedeckt, oder? Ja. Okay. Dann gehen wir runter nach Sonderhausen. Hier ist nix. Das ist abgedeckt. Hier ist nichts gebaut. Das ist abgedeckt, aber hier unten gibt's was. Also 1, 2, 3. Das bedeutet hier muss irgendwo was hin. Eins, zwei, drei, vier. Ne, so. Und dann bitte noch einen mehr. Und dann kommt da die Haltestelle hin. Und der Postkasten daneben. Dann passt's. So. Können wir schließen. Gucken wir hier in die in die Buslinie rein. Sonderhausen Süd. Hat noch ein Plätzchen frei. Linie ändern. Sonderhausen am. Ach so, wir müssen erstmal Sonderhausen Hirschweg auswählen diesmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal richtig gemacht habe. Hier ist der Hirschweg. Gucken wir mal. Und fertig. Fertig fährt. Ja, hier war dann alles gut, ne? Gut, dann sind wir bei Lauter. Schauen wir mal darüber. Nur eine Straße. Straße, Straße. Schloss ist schon bald zugebaut alles. Hier ist nur Straße. Ah, hier. Ups, falsche Taste.
Hinten. Ja. Stadtstraße 3. Eins, zwei, drei, vier, ein noch mehr. Und achso, ja, anschließen müssen sie auch noch, ne? Sonst kommt da keiner hin. So, das bedeutet hier ein und ein Postkasten. Passt. Kann man schließen. Fahrzeug hält wo zuletzt? Da. Connections. Rathaus, Bahnhof. Okay, der fährt nur das Stück, dann kann er da auch mitfahren. Zack. Lauter Kindergarten, lauter Mittelgebirgsrathaus. Das heißt, wir machen nochmal Kindergarten. Ach so, stopp, da müssen wir ja auf Linie ändern machen. Da lang, da lang. Fertig, passt. Gut, haben wir. Gehen wir auf die Karte. Diese vier haben wir, das hier unten haben wir. Jetzt sind wir hier oben bei Riedenburg. Da war letztes Mal nichts, ne? Nein, sehr interessante Bauweise hier. Ah, hier ist nur die Straße zwischen. Rest ist abgedeckt. Und dann haben wir noch Hardexen und Altenau. Da war aber, glaube ich, auch noch was, ne? Zwischen den beiden Städten, meine ich, wäre was gewesen. Hier ist nix. Hier ist nix. Die Kirche war es, ne? Genau. Hier müssen wir irgendwie einen Halt noch entzaubern. Dafür drehen wir mal gerade die Karte. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das bedeutet, hier muss was hin. Schütten wir auf. Nee, da. Leider. Ging auf der Schräge eine Bushaltestelle? Weiß ich nicht mehr. Jetzt habe ich das da falsch gebaut, aber ist jetzt auch egal, lassen wir jetzt so. 1, 2, 3. Ja, muss man da auch noch einbauen, ne? Irgendwie war das jetzt doof gelöst, aber ist halt so. Ach so, ja. Straße. Passt so. Passt so. Postkasten. Passt. Jetzt die Frage, wer das mit abfrühstücken kann. Stadtbus Altenau hat noch Kapazitäten frei, also fährt er da rein. Weinstraße Hafen müssen wir nochmal hinzufügen und dann da hinzufügen und passt. Dann haben wir das auch erledigt. So, jetzt wieder die Runde drehen hier. Das war unsere Standardansicht, ne? Ja. Hier ist alles dicht. Und hier auch. Gut, und angefangen haben wir hier oben und da sind wir jetzt wieder, ne? Bei Altenau. Ne, das war Adenau. So. Da hatten wir das hier zuerst gebaut. Gut. Dann sind wir dann mit der Folge durch, haben überall die Bushaltestellen geschafft und nächstes Mal geht's mit der Industrie dann weiter. Würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.